Gute, diese Woche stellen wir unsere Holzschale fertig. Ja, vor 21 Wochen, also gut 5 Monaten, haben wir begonnen mit unserer Birnbaumholzschale. Damals war es noch ein triefend nasser, bleischwerer Holzklumpen, den wir derzeit ein bisschen gereinigt haben, geschliffen, bearbeitet. Den ersten Teil verlinke ich euch mal hier oben. Ja, das sieht jetzt schon ganz anders aus. Und eine Infokarte zum zweiten Teil, die stelle ich euch auch mal oben rechts in die Ecke. Ja, wir haben uns schön Zeit gelassen damit. Das war auch wichtig, dass die schön langsam raustrocknen kann, ohne zu reißen. Das ist uns auch gelungen. Also das aktuelle Gewicht jetzt der Holzschale liegt bei 5,9 Kilo. Das ist ein Viertel von dem Anfangsgewicht, als wir das Holz gefunden haben. Also da war wirklich jede Menge Wasser drin. Das bisschen Holz, das wir weggenommen haben, das macht wahrscheinlich keinen großen Unterschied. Also der größte Teil war wirklich schon Wasser. So, auf dieser Seite werden wir nichts mehr wegnehmen, da ist die Wand schon relativ dünn. Hier vorne werden wir auch nichts wegnehmen, auch wenn hier die Wand noch etwas dicker ist. Aber das sind wir ungefähr auf einer Höhe, deshalb lassen wir das. Wir nehmen jetzt nur hier in diesem Bereich ein bisschen weg, dass wir unten so ein bisschen eine tiefe Ebene haben. Und dann wäre das mit der groben Ausarbeitung soweit fertig. So, das war der grobe Vorgang. Jetzt werden wir hier eine kleinere Scheibe nehmen. Die ist ein bisschen feiner und werden das alles ein bisschen kletten. So, jetzt haben wir 120er Papier drauf. Jetzt machen wir ein bisschen Feinarbeit. So, das fühlt sich ganz gut an. Ich denke, das werden wir auch so lassen. Jetzt gehen wir mit der Hand noch mal ran und schleifen es noch mal ein bisschen mit so einem kleinen Schleifklötzchen und Schleifpapier. Das Finish. Und dann werden wir noch ein bisschen sauber machen. So diese Stellen hier, wo dann das bisschen morsche Holz noch drin ist, an das wir noch nicht so gut rangekommen sind mit der Drahtbürste. Das werden wir noch ein bisschen rauskratzen und auspusten. Und dann werden wir es lasieren und dann sind wir fertig. Aber erstmal hier weitermachen. So, jetzt haben wir hier nochmal 80er Papier. Damit gehen wir jetzt nochmal durch. Und machen die gerade noch ein bisschen raus. Und dann werden wir es noch ein bisschen runterarbeiten bis, weiß nicht, vielleicht 240er Papier oder so. Schauen wir mal, wie fein es dann ist. Ja? Das fühlt sich doch schon ganz gut an. Gehen wir mal auf 150.
letzte Runde machen wir jetzt mit 240er. Und dann soll es gut sein hier. So, das gefällt mir sehr gut. So werden wir das lassen. So, als letzten Schritt werden wir jetzt nochmal mit dem Stemmeisen so die ganzen losen Teile wie hier ein bisschen abschaben. Über die ganze Fläche. So, und auch hier ist es wie immer, man könnte endlos weitermachen, weil man immer wieder was findet. Irgendwann muss man mal sagen, jetzt ist gut. Also, jetzt ist gut. Jetzt machen wir das noch ein bisschen sauber und dann lassen wir es ein. So, jetzt saugen wir das mal alles ab, dass das schön staubfrei ist. So, und damit wären wir bereit zum Wachsen. Wir haben zwei verschiedene Wachse, ein Antikwachs und ein Fußbodenwachs. Das Fußbodenwachs werden wir hier auf die Rückseite auftragen und das Antikwachs werden wir auf die obere Seite drauf machen. Grund dafür ist, das Antikwachs ist relativ dick und hier haben wir eine relativ ebene Fläche, das heißt, wir können es hier gut auftragen. Und das Antikwachs ist relativ flüssig und das läuft uns gut hier in die Ritzen und Rillen rein, damit wir auch ein bisschen an die Stellen, in die wir normal nicht so gut hinkommen, gut gewachsen sind. So, dann haben wir hier unsere Bienenwachslösung, das Antikwachs. So, das hat gerade so genügt, dass wir die ganzen Ritzen ausfüllen konnten und für die glatten Flächen, auch die Rückseite hier, da können wir schön das Wachs benutzen, das können wir mit einem Lappen auftragen und dann haben wir auch unsere Reste verarbeitet, mussten nichts Neues kaufen, hat ja auch was mit Nachhaltigkeit zu tun. Gut, dann gehen wir mal an die glatten Flächen. Das ist unser Fußbodenwachs. Hat ein bisschen in der Sonne gestanden, schon sehr flüssig.
Damit hätten wir sie komplett rundherum eingelassen mit Antikwachs bzw. Fußbodenwachs. Jetzt lassen wir das Ganze noch ein bisschen trocknen. Heute ist es schön warm, das heißt, das Wachs wird noch ein bisschen schmelzen und kann noch ein bisschen eindringen bei den schönen Temperaturen. So, jetzt haben wir hier eine harte Bürste und damit werden wir das Wachs jetzt noch ein bisschen in die Fasern einarbeiten und danach noch ein bisschen polieren. So, abschließend gehen wir noch mal mit einem weichen Lappen drüber zum Polieren und dann sind wir tatsächlich endgültig fertig. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich hoffe, euch hat die Schale gefallen. Also mir gefällt sie sehr, sehr gut. Es ist wirklich sehr gelungen. Und mal schauen, vielleicht machen wir noch ein paar andere Dinge mit so altem Holz. Wir haben da noch ein bisschen was rumliegen. Und ein paar Ideen haben wir auch noch. Lassen wir uns mal überraschen. Vielleicht für den Winter, wenn schlechtes Wetter ist und wir draußen nichts machen können, dann gehen wir ein bisschen in die Werkstatt und schleifen und ölen ein bisschen. Macht's gut, ciao, ciao.